Oh, ich springe mal ein. HTML statt PDF, NEOS statt Word. Was wird es? Also wir haben ja gerade schon gehört, wir haben eigentlich recht viele interessante NEOS-Cases. Wir haben Projekte zum Thema Urlaub hier mit Explorer Fernreisen. Wir haben Projekte zum Thema Sport mit Goldplay, der Torwartmarke von Oliver Kahn geworden. Aber ich will was über Dokumente erzählen. Gut. Ist jetzt vielleicht nicht so fancy wie die Dreiecke. Dokumente, es kommt dann auch besser. Es sind nämlich Dokumente einer Krankenkasse. Und noch besser, Dokumente einer Krankenkasse für ehemalige Postbeamte. Klingt jetzt nach Bürokratie, ist es auch natürlich ein bisschen. Es geht also ums Dokumentencenter der Postbeamtenkrankenkasse. Wie gesagt, ein bisschen trocken teilweise, für uns ist es trotzdem recht emotional, weil wir da eine lange Leidensgeschichte haben mit dem Thema Dokumente bei der Postbeamtenkrankenkasse und jetzt aber glauben, eine Lösung gefunden zu haben, dank NEOS. Aber nicht nur, weil ich jetzt hier irgendwie mir den Frust quasi der letzten Jahre vom Leid reden muss, sondern auch, weil man im anderen Projekt zwei herausragende Merkmale von NEOS ganz gut zeigen kann. Das eine ist die Nutzerfreundlichkeit, das war da sehr, sehr wichtig bei dem Projekt. Das haben wir jetzt schon ein bisschen gesehen, also die intuitive Bedienung durch die Redakteure. Zum anderen die Erweiterbarkeit. Das Ganze ist ein Open-Source-System, das Ganze ist deshalb nicht nur interessant, weil man die 500.000 Euro für Adobe spart, sondern weil man es eben auch anpassen kann und das Ganze auch dafür gemacht ist, dass man es anpassen kann. Also die Ausgangslage sieht so aus, es gibt bei der Postbeamtenkrankenkasse sehr viele Dokumente für die Versicherten, ungefähr 100 Broschüren und Ratgeber und solche Geschichten. Und wie in vielen Organisationen wird eben viel mit Word gearbeitet. Und wenn dann was veröffentlicht werden soll im Web, dann macht man eine PDF draus. Robert hat das vorhin schon so schön gezeigt. Wir haben jetzt Handys, ist vielleicht nicht so toll, wenn man ein PDF drauf anschaut. Aber gut, das ist halt jetzt irgendwo der einfachste Weg für die Leute. Und erstmal für den Kunden sieht es dann so aus, für den Versicherten. Kommt eben auf die Seite, das ist übrigens keine NEOS-Seite hier, schaut sich jetzt die Broschüren an und lädt sich dann irgendwie seine PDF zum Reha-Sport runter und die öffnet sich dann in seinem Browser, weil es nutzt halt gerade kein Handy, sondern einen normalen Browser und findet da seine Inhalte. So weit, so spannend. Das klingt also erstmal ganz praktisch. Die Redakteure können das ganz normal in ihrem Word bearbeiten und am Ende kommt es halt auf die Webseite. Ist aber gar nicht so praktisch, wie es aussieht, weil dahinter sieht es dann so aus. Da arbeitet nicht nur ein Redakteur, sondern da arbeiten 30 bis 40 Redakteure in verschiedenen Sachbereichen. Also die Sachbearbeiter eben sind verteilt über das ganze Hauptgebäude in Stuttgart, schicken sich dann Word-Dateien hin und her und da gibt es immer auch einen komplexen Fragebeprozess. Das muss dann kontrolliert werden von Sachbereichsleiter, da geht es nochmal an die Unternehmenskommunikation und am Ende hat man sich dann soweit geeinigt mit allen Korrekturhinweisen und so weiter und dann muss das Ganze natürlich auch noch barrierefrei werden. Und bei Barrierefreiheit weiß ich nicht, ob da jetzt jeder was mit anfangen kann, digitale Barrierefreiheit. Das heißt letztlich, dass halt Inhalte für möglichst viele Menschen zugänglich sein sollen. Und zwar unabhängig davon, welche Einschränkungen haben, körperlicher, geistiger Natur und auch unabhängig davon, was für ein Gerät sie nutzen. Das klassische Beispiel ist eben der Screenreader, dass dann der blinde Nutzer sich die Inhalte vorlesen lässt von dem Screenreader. Und da ist natürlich die Voraussetzung, dass erstmal alle Inhalte irgendwie sinnvoll auch als Text vorhanden sind, in der richtigen Reihenfolge sinnvoll strukturiert und auch richtig semantisch strukturiert, dass Überschriften als Überschriften ausgezeichnet sind und so weiter. Und bei einfachen Dokumenten, dass diese PDFs ja jetzt sind eigentlich, ne, ist das mit HTML eigentlich recht einfach. Da muss man halt darauf achten, dass man ordentlich arbeitet und man weiß, was man tut. Es ist eigentlich kein Hexenwerk. Es gibt komplizierte Fälle für Barrierefreiheit, aber solche Dokumente sind es nicht. Es sei denn, man nutzt halt PDFs. Barrierefreie PDFs sind nämlich aufwendiger, und zwar nicht, weil es irgendwie andere Regeln gibt, es sind natürlich die gleichen Regeln, weil letztlich sind es die gleichen Kriterien, wann jemand was sinnvoll irgendwie wahrnehmen kann und wann nicht. Aber es ist halt technisch aufwendiger, weil es mit viel mehr Handarbeit verbunden ist. Also entweder, also man hat jetzt quasi zwei Optionen als Organisation, die barrierefreie PDFs
bereitstellen will. Entweder ich muss mir Zusatzsoftware kaufen für Word und meine Redakteure aufwendig schulen. Und wenn neue Redakteure kommen, die auch wieder schulen und so weiter. Dann kriegt man das einigermaßen hin. Oder man muss halt einen Spezialisten holen, eine Agentur, spezialisiert auf Accessibility, die das in dem Nachgang macht, die dann die Dokumente im Nachgang barrierefrei macht, also die richtigen Text vergibt und also semantisch auszeichnet und so weiter. Also alles recht aufwendig. Jetzt kommt also dieses Word-Dokument, was abgenommen ist, zur Agentur für Accessibility, die macht das barrierefrei, hofft, dass dabei nichts an den Inhalten natürlich kaputt geht, weil manchmal muss man auch ein bisschen was anpassen an den Inhalten. Und dann wird es zurückgeschickt und dann kommt halt eine Mail und das Ganze geht ja 500 los. Und das will man natürlich ändern, so ein Prozess, das ist irgendwie nicht so toll. Und das sollte aber eben nicht passieren, dass diese Dokumente jetzt einfach in bestehenden CMS gepflegt werden. Also eigentlich sollte alles irgendwie so bleiben, wie es ist. Hat verschiedene Gründe, mehr oder weniger gewichtige Gründe. Ein Grund ist, dass die Versicherung der ehemaligen Postbeamten wenig Neukunden hat, naturgemäß, weil es halt auch schon länger keine Postbeamten mehr gibt. Und es also eher ältere Menschen sind, mit denen man es zu tun hat. Die nutzen natürlich trotzdem das Internet, das sind ja, ne, klar. Aber da ist halt so ein bisschen die Idee, naja, die kennen das, diese PDFs werden auch sehr viel halt runtergeladen. Also eines der am meisten genutzten Features auf der Seite ist letztendlich die PDFs. Und da sollte halt möglichst wenig sich ändern. Das kann vielleicht schrittweise passieren, aber es sollte jetzt nicht ein völliger Bruch sein, irgendwie mit der bestehenden Seite. So. Zweite Problem ist, man muss überlegen, was vielleicht jetzt dann die ausschlaggebendsten waren. Das zweite Problem ist, die Sachbearbeiter sollen jetzt nicht irgendwie eine CMS-Schulung bekommen und irgendwie jetzt dann die Inhalte selber pflegen in CMS und sowas eigentlich, weil es ist ja zu kompliziert, die kennen ja Word und es muss ja so einfach sein wie in Word. Die Unternehmenskommunikation auf der anderen Seite, die halt auch die Website pflegt, die ist jetzt auch nicht dafür da, dass sie irgendwie Word-Dateien bekommt und dann in CMS rumkopiert, dabei vielleicht doch irgendwelche Fehler passieren, der Freigabeprozess irgendwie ausgehebelt wird eigentlich und am Ende ein Komma an der falschen Stelle steht und das Ganze sehr teuer wird. Und ja, unsere Rettung dann letztlich war NEOS, als wir präsentiert haben, wie wir uns vorstellen, das mit NEOS zu lösen, das Dilemma, ja, hat es der Kunde im Prinzip direkt akzeptiert, was uns froh gemacht hat. Wie sieht es jetzt aus? Ja, genauso wie vorher letztlich, soll es ja auch sein. Also kein Bruch zu den gewohnten Dokumenten, der Unterschied ist jetzt, kann man es halt, haben wir schon gesehen, als Sachbearbeiter direkt bearbeiten und sehr intuitiv. Und klingt jetzt fast schon banal, nachdem wir es gehört haben, aber halt hier echt ausschlaggebend, dass es halt auch sofort auf Akzeptanz stößt bei den Redakteuren. Ja? Also schon ein wichtiges Feature in dem Fall. Ein weiterer Punkt, der halt ein Riesenvorteil ist, wenn man jetzt mit CMS nutzt, ist auch die Kontrolle der redaktionellen Möglichkeiten, weil in Word hat man halt das, ne? Und in NEOS, an sich in jedem CMS, aber in NEOS ist immer schön, kann man halt dann sehr genau kontrollieren, was man wo darf und wie die Sachen nachher aussehen. Und das ist natürlich ein Riesenvorteil. Das sage ich nur nebenbei. Jetzt haben wir quasi zwei wichtige Anforderungen so an der Fleisch und mit abgedeckt, dass es nämlich einfach zu bearbeiten ist für die Redakteure und nicht die Unternehmenskommunikation nachher irgendwie Inhalte einpflegen muss, was sie nicht will und soll. Und zum anderen, dass es für den Versicherten kein Bruch ist. Und ob sich es dann weiterentwickelt und irgendwie stärker integriert, das ist jetzt mal hingestellt, aber zunächst mal soll es halt möglichst nah dranbleiben an dem, was man bisher hat. Jetzt gibt es aber halt einen dritten Punkt und das ist der ganze Freigabeprozess. Und das ist eigentlich sehr spannend, das ist auch, naja, bürokratisch natürlich irgendwo, aber es sind ja auch ehemalige Postbeamten, um die es geht. Und was mir wichtig ist an diesem ganzen Freigabeprozess-Thema ist eben dieses Erweiterbarkeitsthema von NEOS. Also wir haben jetzt schon ganz viele Features gesehen, die integriert sind als Core-Features und die super funktionieren, aber die für die Prozesse jetzt bei der Postbeamtenkrankenkasse halt nicht eins zu eins gepasst hätten. Es ist nämlich so, der Sachbearbeiter, der, also damit geht es jetzt erstmal los, der muss irgendeine inhaltliche Änderung machen.
Das Wichtige ist, dass die gesamte Bearbeitung eben dokumentenbasiert erfolgt. Ne? Also das heißt, nicht so wie bei einer klassischen Website, wo ich vielleicht da und da Änderungen mache, so meine Kampagne und dann alles veröffentliche, sondern es geht immer um einzelne Dokumente. Und jeder Sachbearbeiter ist verantwortlich für maximal 3 bis 4 Dokumente ungefähr und auf die soll er halt irgendwie übersichtlich zugreifen können. Was wir jetzt halt gemacht haben, ist, wir haben entsprechend Rechte ergänzt und so weiter in den Dokumenten, damit man weiß, wer was darf. Und haben dann das Workspace-Modul, was der Robert auch schon gezeigt hat, eben erweitert und daraus ein Workflow-Modul gemacht für die Sachbearbeiter, für die ganzen Redakteure. Ich weiß nicht, ob ich das sehen kann. Wichtig ist, dass an einem Dokument immer nur eine Partei arbeiten kann. Also dieses Teamwork-Feature ist hier so ein bisschen eingeschränkt, ja? Weil man eben nicht will, dass der eine während des Freigabeprozesses vielleicht auch noch nachträglich eine Änderung macht, so wie halt bisher, dass dann die Word-Datei, die eigentlich schon bei der Unternehmenskommunikation lag, nochmal hinterhergeschickt wurde. Ich habe doch noch eine Änderung gemacht und man wusste nicht mehr, wussten jetzt die aktuelle Version und so. Ne? Deshalb darf also jeder immer nur, darf an einem Dokument immer nur eine Partei arbeiten. Und hier sieht es quasi der Sachbearbeiter seine Dokumente, er hat ja gerade diese Reha-Sport-Geschichte bearbeitet, er kann ja jetzt überprüfen, seine Änderungen überprüfen, er setzt sich die gleichen Module wie Workspace-Modul, nur jetzt im Dokumenten basiert. Und wenn dann alles okay ist, dann schickt er das Ganze weiter zum Sachbereichsleiter, kann auch Kommentare vergeben, dass es irgendwie einen wichtigen Termin gibt zur Veröffentlichung zum Beispiel. Und jetzt kann er mit dem Dokument nichts mehr machen, jetzt kann er es nicht mehr bearbeiten, nicht mehr speichern. Und jetzt ist also quasi der Sachbereichsleiter am Zug. Der kontrolliert die ganzen Änderungen inhaltlich, kann kleine Korrekturen dann selbst machen, eben ganz normal über das Inline. Hier sieht man es auch ein bisschen in dem Seitenbaum. Der Sachbereichsleiter hat jetzt Zugriff auf einige Dokumente, aber aktiv ist gerade nur eins. Und ansonsten kann er eben, wenn alles okay ist, das Ganze dann weiter in die Unternehmenskommunikation schicken. Hier sieht man schon, der hat ein bisschen mehr Dokumente Zugriff als der Sachbearbeiter. Und die Unternehmenskommunikation letztlich, die kontrolliert es dann final und veröffentlicht es live. Oder schickt es auch zurück zur Bearbeitung, wenn noch irgendwas nicht passt. Und sobald dann das Dokument live ist, dann hat es wieder den Ausgangszustand und es kann jeder Nutzer, der halt Zugriff auf das Dokument hat, sich das wiederholen und mit der Bearbeitung beginnen und der Prozess geht quasi wieder von vorne los. Und ja, es ist ein bisschen eine lange Geschichte gewesen, der Prozess ist sehr spezifisch für diese Krankenkasse, wie es ablaufen soll. Aber das Interessante ist eben, dass es geht, also dass es und zwar sehr effizient geht. Also, es ist nicht dann irgendwie ein Projekt von mehreren Monaten, wo man irgendwie jetzt Software neu schreiben muss, sondern man kann eben auf den bestehenden Sachen aufbauen und das funktioniert eben dann des zugrunde liegenden Flow Frameworks, was schon erwähnt wurde. Und weil das Ganze Open Source ist, das erleichtert es einfach sehr und ja, kann man einfach sehr gut erweitern. Wir freuen uns, weil wir nutzen jetzt Neos statt Word bei den Kunden, haben sehr viel weniger lästige und auch ja, fehleranfällige Kommunikation, mit der wir zu tun haben, können die redaktionellen Möglichkeiten kontrollieren und wir nutzen HTML statt PDF, was auch sehr schön ist, weil das für uns für die Barrierefreiheit einfach eine riesen Erleichterung ist und ja, was ich so am Anfang ein bisschen mit angedeutet habe, weil das Ganze jetzt auch responsive ist. So, das war es eigentlich schon von meiner Seite. Genau. Danke.